Leute, und willkommen zu diesem kleinen Talk-Video. Ich dachte, ich mache mal einfach so ein Laber-Video, erzähle euch, was es Neues gibt und berichte euch einfach so ein bisschen aus meinem Leben. Also, ich war jetzt mit dem IA noch ein zweites Mal ausreiten und das war super. Die Rinder sind zwar immer noch ein Problem, aber das werden wir, denke ich, auf Dauer auch in den Griff kriegen. Man kann ja auch nicht alles auf einmal erwarten. Und ja, es läuft super mit ihr und mir. Gestern hatte ich den Ritt überhaupt, heute hat er Pause. Morgen möchte ich gerne für euch filmen. Ich hoffe, das klappt, weil wenn er wieder so gut ist wie gestern, wäre es natürlich mega. Aber wahrscheinlich immer dann, wenn ich filmen will, dann ist er gerade nicht so gut. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber auf jeden Fall hatte ich gestern den Ritt meines Lebens sozusagen. Es war wirklich mega, mega, mega gut. Ja, was gibt es sonst Neues? Also ich habe jetzt ein Postfach. Huhu! Ich blende euch hier die Adresse ein. Dann könnt ihr mir Autogrammwünsche schicken, Briefe schicken. Bitte tut einen frankierten Rückumschlag bei mit eurer Adresse. Dann schicke ich euch gerne eine Autogrammkarte oder ich schreibe euch auch einen Brief zurück. Ich bin noch so ein altmodischer Mensch. Ich schreibe gerne Briefe und ich beantworte wirklich alles. Ich beantworte auch hier immer alle Kommentare und Mails und Instagram-Nachrichten und Snapchat-Nachrichten und Snaps. Und also ich beantworte wirklich immer alles, weil mir das total wichtig ist. Weil ich liebe das, wenn ihr mir bei mir die Videos kommentiert und deswegen kommentiere ich natürlich oder beantworte auch eure Kommentare und Nachrichten und so, weil ich finde einfach, das ist es ja auch gerade dieser Austausch und deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass mein Kanal nicht so riesig ist, weil dadurch habe ich halt die Möglichkeit noch auf alles zu antworten und auf alles zu reagieren und halt nicht nur einen Kommentar einmal zu beantworten, sondern auch noch ein zweites oder ein drittes Mal, weil ich das halt noch so ein bisschen überschauen kann und das finde ich eigentlich auch schön und ich hoffe, das geht mir auch nie verloren, weil ich finde diese Interaktion mit euch, meinen Zuschauern, ist das Schönste überhaupt und genau das macht YouTube ja auch so besonders einfach. Ja, auf meinem Blog ist heute auch wieder ein Blog-Eintrag online gegangen. Der kommt übrigens immer sonntags vormittags kommt ein Blog-Eintrag. Es gibt keine bestimmte Uhrzeit, aber so, ich sag mal, spätestens um 12 ist eigentlich immer ein neuer Blog-Eintrag am Sonntag online. Heute geht es um meinen Namen, Cowgirl Up, was der überhaupt für mich bedeutet oder was man da überhaupt drunter versteht. Ihr könnt ja mal vorbeigucken. Die Domain blende ich euch hier nochmal ein oder meinen Website-Namen sozusagen. Ja, und ich will jetzt gleich noch ganz viele Videos für euch drehen, damit es mal wieder mehr vorangeht auf meinem Kanal. Ich habe auch schon ein Follow Me Around gedreht. Das wird, denke ich, am Mittwoch online kommen. Also ihr könnt euch schon mal freuen. Mittwoch kommt ein Follow Me Around. Und ein DM-Haul wird es auch geben. Den wird es, denke ich, nächsten Sonntag geben. Oder auf jeden Fall, doch, ich denke am Sonntag. Ja, den Pferdis geht es eigentlich soweit gut. Alles läuft so, wie ich es mir erhofft habe. Und alles schön. Und im Moment läuft eigentlich sowieso alles toi, 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 fingers crossed, ziemlich gut. Ja, da werde ich euch aber auch demnächst nochmal mehr drüber berichten. Ich bin echt sehr zufrieden im Moment und genieße einfach mein Leben. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und ich wollte einfach nur ein ganz kleines Info-Video für euch machen, weil so ein schöner Tag ist und weil ich dachte, ich lade heute noch was für euch hoch. Und ich wollte einfach so ein kleines Laber-Video mit euch machen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr irgendwie mal so Wünsche habt für so ein Laber-Video. Dann kann ich mich ja auch mal mit euch darüber unterhalten, über Themen, die euch interessieren. Also ich weiß es nicht. Es ist ja immer so, am Stall gibt es ja auch immer bestimmte Themen, die einen so bedrücken oder die immer wieder auftreten. Ja, oder würde es mich sehr freuen, wenn ihr die mal in die Kommentare schreibt, solche Themen. Dann spreche ich das gerne mal an oder erzähle euch auch gerne meine Erfahrungswerte dazu, weil ich ja nun auch schon seit 20 Jahren Pferde habe und ich glaube, ich weiß da schon so ein paar Sachen. Oder wenn ich sie nicht weiß, dann sage ich das natürlich auch ganz ehrlich. Ja, ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen, weil mir so Videos, die mit euch in Interaktion stehen und einfach am meisten gefallen. Ich glaube, deswegen gefallen mir auch Follow Me Around so gut, weil es irgendwie so ein bisschen interaktiver ist, wo man was zeigt aus seinem Alltag und wo man echt ist. Und das ist halt auch nochmal so ein Thema, was ich ansprechen wollte. So Authentizität auf YouTube. Also ich weiß, dass viele vieles faken für YouTube und das finde ich unheimlich schade. Ich bin zum Beispiel nicht jemand, der jede Woche für sein Pferd Sachen shoppen geht. Die Kohle habe ich gar nicht, sorry Leute. Deswegen, der Haul mit Jenny hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber ich kann sowas halt nicht jede Woche hochladen, weil ich es einfach nicht mache. Und es bringt auch nichts, wenn ich mir dann einen riesen Karton Krempel bestelle, euch den zeige und am nächsten Tag wieder zurückschicke. Weil was bringt das? Also das macht ja keinen Sinn. Und ich finde auch, man braucht nicht so viel Kram. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es waren einfach nur so ein paar Gedanken, die ich heute hatte auf den Sonntag. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann. Ciao.